Der erste Teil der englischen Woche steht an in der dritten Liga. Ich habe das aufgeteilt aus zeitlichen Gründen, weil die Sonntagspartien ja eben noch liefen und ich da die Prognosen noch nicht machen konnte zu den Teams, die da noch spielten. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr glaubt, wie die Partien ausgeht. Wie gesagt, die Partien, die unterm Strich stehen, die kommen morgen im Video. Ansonsten denkt dran, ich bin kein ausgebildeter Top-Kommentator und das ist lediglich eine Prognose und nicht der Wahrheit entsprechend. Naja, viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's mit Braunschweig gegen Zwickau. Eintracht Braunschweig ist wirklich schwach in die Saison gestartet. Klar hatte man mit Karlsruhe und Rostock zwei starke Gegner, aber ein Punkt ist sicherlich doch etwas wenig und Zwickau fing sich erst in der letzten Minute gegen Karlsruhe das Ausgleichstor. Sonst hätten sie mit 6 Punkten in die Saison sehr gut reingefunden. Hier hatte die erste Möglichkeit Eintracht Braunschweig, die versuchen wollten, den ersten Dreier der Saison einzufahren. Aber auch Zwickau spielte gut nach vorn und so hatten sie dann ihre erste Möglichkeit, die aber Engelhardt ohne größere Probleme parieren konnte, hält den Ball relativ souverän fest. Und Braunschweig mit einem Eckstoß, da waren sie dann auch gefährlich. In Kansa ist das aber kein Problem für Brinkies, der den ohne große Schwere wieder festhalten kann. Im zweiten Durchgang dann der FSV Zwickau wieder etwas bemühter. Barilla mit der Flanke und dann König scheitert ganz knapp mit dem Kopf. Das hätte es schon sein können, das 0:1. Das zweite Auswärtsspiel in Folge gegen Karlsruhe haben sie es wirklich gut gemacht. Und da verloren sie dann eben die 2 Punkte in letzter Minute noch aus der Hand. Braunschweig wollte hier unbedingt das 1:0 machen. Man merkte es ihnen an, sie waren bemüht, aber Zwickau stand lange Zeit sehr gut und ließ wirklich wenig zu. Und dann kam nochmal Zwickau, eine Viertelstunde knapp vor dem Ende. Bickel mit der Übersicht und das Nils Miatke wird nicht angegangen und macht das 0:1. 76. Spielminute, das erste Saisontor für Nils Miatke. Die Braunschweiger konnten es nicht fassen. Sollten sie wirklich in 3 Spielen lediglich 1 Punkt mitnehmen können. Das war natürlich auch super gemacht. Ein klasse Abschluss unten rechts rein. Für Engelhardt ist nicht zu halten, aber da muss verteidigt werden. Sie versuchten es bis in die Schlussminute in Kansa. Aber Hoffmann scheitert nahezu kläglich an Brinkies. Das muss zumindest der Ausgleich sein. Aber so verliert Braunschweig tatsächlich zum zweiten Mal in Folge. Jetzt mit 0:1 gegen Zwickau, die sich überragend geschlagen haben und nicht ganz unverdient als Sieger vom Platz gehen. Beide Teams mit einem relativ unglücklichen Saisonauftakt. VfR Aalen hat bislang 1 Punkt einsacken können und Würzburg steht mit 0 Punkten am Tabellenende. Hier hatte Aalen die erste gute Möglichkeit. Nach 3 Minuten kam Patrick Funk per Kopf zur Möglichkeit. Super gemacht, das hätte schon direkt sein können. Gegen Unterhaching blieben sie ja noch torlos, konnten dort keinen Treffer erzielen. Am ersten Spieltag scheiterten sie hier 1:2 an Wien. Aber auch Würzburg spielt nach vorne. Kaufmann auf Göbel, aber Patrick Göbel erstmal noch mit einem zu harmlosen Abschluss. Es war eine vernünftige Partie und Würzburg steht eigentlich schlechter da, als sie bislang in den Partien auch waren. Insbesondere gegen Osnabrück am ersten Spieltag hätte man etwas verdient gehabt, aber wenn man dann so offen verteidigt, dann ist man auch selbst schuld. Marcel Bär, 26. Spielminute mit dem 1:0 für den VfR Aalen. Macht da überragend, lässt damit links über die Seite rutschen und dann schlägt er perfekt ein. Nicht zu halten für Drewes, also 1:0 für Aalen. Das wollte Würzburg vor der Pause noch ausgleichen. Kaufmann kann aber nicht korrigieren. Bernhard reagiert glänzend zum Eckstoß, aus dem nichts resultierte. Der Kapitän, der so routinierte Keeper bei Aalen, ist eine sichere Bank, konnte hier den Gegenschlag verhindern. Im zweiten Durchgang dann die Riesenmöglichkeit für Scheuer, aber Drewes kann so nicht aus der Ruhe gebracht werden. Das war deutlich zu harmlos. Der Ausgleich sollte erzielt werden und sie versuchten es. Würzburg kam nochmal, aber Bernhard war auch immer wieder dazwischen. Die Situation noch nicht ganz geklärt, dann machte es Geier ganz sicher. Bernhard nach wie vor eine sichere Bank. Etwas zu unplatziert, wenn der unten rechts, unten links sitzt, dann ist auch ein Bernhard chancenlos. Der anschließende Eckstoß ebenfalls gefährlich. Von der linken Seite hineingetreten und der Abschluss von Baumann und Traut schmeißt sich rein. Aalen war ein Stück weit bissiger und williger, etwas kampfbereiter, warf sich dann eben in diesen Ball rein. Traut war das. Und dann kurz vor Schluss nochmal Würzburg. Baumann mit der Auflage. Göbel
aber eine Rückgabe, die letztendlich auch nicht gezählt hätte, wenn er drin gewesen wäre, denn er stand im Abseits, Patrick Göbel. Und so letztendlich gewinnt Aalen das erste Spiel in der Saison, startet damit mit 4 Punkten in die Saison. Würzburg nach 3 Spielen noch ohne Punkterfolg, bitter, aber im Endeffekt auch nicht ganz unverdient. Der FC Kaiserslautern konnte im ersten Heimspiel gegen 1860 eine kämpferische Leistung mit einem späten Tor krönen. Jetzt kam Preuß Münster nach dem 1:1 gegen Groß Asbach, sollte der nächste Heimsieg eingefahren werden. Spalvis mit der ersten Möglichkeit liegt da auf. Hendrik Zug haut den Ball rein. Perfekter Start für den ersten FC Kaiserslautern. Der Betzenberg bebte. Es war eine super Anfangsphase der Roten Teufel. Die Fans waren selbstverständlich in Euphoriestürmen ausgebrochen und jetzt konnten sie auch alles rauslassen. Ein klasse Abschluss oben rechts rein bzw. halb hoch. War aber letztendlich trotzdem nicht zu halten. Der war zu scharf geschossen. Doch Preußen Münster machte trotzdem eine gute Partie, auch wenn sie zu Hause verloren. Mit 1:2. Philipp Hofmann ist das. Trifft den Ball perfekt, aber der Ball geht dann letztendlich nur an den Pfosten. Aber dann Freistoßposition, Kittner, und irgendwie fällt diesmal Hofmann der Ball noch besser auf den Fuß. 31. Spielminute, der Ausgleich war jetzt auch gar nicht mal mehr so unverdient, weil die Gäste wirklich gut nach vorne spielten. Kaiserslautern zog sich etwas zurück nach dem 1:0 und das ist auch in der dritten Liga tödlich. Philipp Hofmann artistisch, kriegt da den Fuß da hoch genug, sodass Sievers ohne Chance ist. Aber die Roten Teufel warten jetzt wieder auf. Spalvis mit der perfekten Vorlage auf Albeck, aber Schnitzler kann das 2:1 verhindern. Schöne Reaktion, etwas platzierter und es hätte 2:1 stehen können. Im zweiten Durchgang dann Christoph Hemmlein mit der Freistoßmöglichkeit. Herausragende Position, aber etwas zu harmlos. Das hätte es auch schon wieder sein können. Preußen Münster konnte Kaiserslautern nicht komplett verhindern. Wie sollte das auch möglich sein gegen eine so qualitativ hochwertige Mannschaft? Aber auch Preußen Münster spielte nach vorne und hatte Glück, weil Heilnault hier den Arm unglücklich reinhält. Die Hand ist am Ball und dementsprechend kann man diesen Strafstoß geben. Die Möglichkeit für Kobylanski und der bleibt eiskalt. Martin Kobylanski, erstes Saisontor per Foulelfmeter, trifft er in der 57. Spielminute zum Führungstreffer für Preußen Münster. Auswärts scheint es bei ihnen noch etwas besser zu klappen. Am ersten Spieltag schossen sie Fortuna Köln mit 4:1 aus dem eigenen Stadion. Und hier waren sie jetzt wieder in Führung. Doch jetzt kamen einige Möglichkeiten, Pick aber erstmal nur in die Arme von Schnitzler. Aber nur eine Minute später die nächste Möglichkeit, Timmy Thiele eingewechselt. Mittlerweile scheitert wieder an Schnitzler. Der wuchs an diesem Nachmittag über sich hinaus, beziehungsweise an diesem Dienstagabend. Wir hatten ja englische Woche, nicht zu vergessen, klasse Tat von Schnitzler. Aber Kaiserslautern wollte zumindest das 2:2, aber scheiterten immer wieder am herausragenden Schlussmann der Preußen. Super Schuss, aber auch wieder super Reaktion, den Fisch daraus. Und in der Nachspielzeit kam dann nochmal Kaiserslautern. 10:6 Schüsse standen am Ende auf dem Papier und Heinold kann seinen Fehler vom Elfmeter nicht wieder gut machen. Die letzte Möglichkeit auch vergeben. Steigt da gut hoch zum Kopfball, aber Schnitzler musste diesmal nicht mehr eingreifen. Preußen Münster entführt 2:1 den Dreier aus Kaiserslautern. Überragende Partie von den Gästen. Kaiserslautern hätte aber auch einen Punkt verdient gehabt. Carl Zeiss Jena überragend in diese Saison gestartet mit 6 Punkten. Grüßen Sie von der Tabellenspitze. Jetzt ist der Hallische FC zu Gast im Ernst-Abbe-Sportfeld und es ging gar nicht so schlecht los für die Carl Zeiss Jena. Die erste Möglichkeit von Starke, aber den schoss er noch relativ deutlich über den Kasten aus 16 Metern. Da hätte er durchaus das 1:0 erzielen können. Der Hallische FC aber auch merklich motiviert, hier nach vorne zu spielen am Dienstagabend. Gute Flanke von Ajani, Zoom legt auf und Bentley Baxter-Bahn, der hatte das selber eingeleitet im Mittelfeld, haut dann rauf und scheitert ganz knapp mit dem linken Fuß. Schöne Direktabnahme, ging dann aber dementsprechend auch risikoreich rüber. Wieder Pascal Zoom, auch sehr auffällig. Wieder Bentley Baxter-Bahn.
Und wieder ist der Ball nicht drin. Joe Coppens diesmal kann er sich auszeichnen. Diesen straff geschossenen Schuss kann er mit einer glänzenden Reaktion parieren. Aber es gab dann die Riesenmöglichkeit für den hallischen FC. Foul an Pascal Sohm. Elfmeter für Halle berechtigt. Carl Zeiss Jena wohl etwa mit dem Rückstand. Ja, Matthias Fetsch bleibt eiskalt in der 41. Spielminute. Sein erstes Saisontor per Strafstoß ist er hier erfolgreich und macht damit die Führung für die Gäste klar. Und man dachte, so würde es in die Halbzeit gehen, aber das wollte Carl Zeiss Jena gar nicht so genau wissen. Nochmal die Möglichkeit und Eckhardt machte dann sogar tatsächlich noch den Ausgleich. 45. Spielminute, René Eckhardt, auch sein erstes Saisontor am dritten Spieltag. Super gemacht, super noch schnell gespielt. Die hallischen Spieler waren scheinbar schon im Kabinentrakt, aber Eckhardt bleibt aufmerksam und haut den Ball ins kurze Eck. Wir springen in den zweiten Durchgang, da war aber Halle wieder komplett wach. Fetsch mit dem weiten Abstoß, Grösch kann es erstmal klären, aber nicht genug. Und dann wieder Pascal Sohm mit einer überragenden Partie. Zweites Saisontor in der 48. Spielminute war es wieder auf 2:1 für die Gäste gestellt. Es war wirklich eine unterhaltsame Partie. Beide Teams spielten super nach vorne. Halle versteckte sich nicht, auch wenn sie so das bittere Tor vor dem Pausenpfiff noch kassieren konnten, beziehungsweise kassieren mussten. Hier machten sie das 2:1. Dann Jena aber wieder auf dem Weg nach vorne. Kevin Pannewitz immer noch nicht da, wo er mal war mit seiner Leistung, aber diesmal leitete er gut ein. Landgraf rettete im letzten Moment noch zum Eckstoß. Aus dem resultierte nichts, aber weiter Jena dran. Hier Eismann ist das, der sich durchsetzt. Super Ball auf Cenkur, aber auch der kann es nicht mehr richten. Das 2:2 blieb am Ende aus. Carl Zeiss Jena verliert das erste Spiel in der Saison. Sie hätten das 2:2 erzielen können, vielleicht erzielen müssen, aber der hallische FC hat auch eine gute Partie abgeliefert und nimmt damit am Dienstagabend diese 3 Punkte sicherlich sehr gerne mit in die Heimat. Beim ersten Heimspiel hatte Fortuna Köln eine richtige Klatsche abbekommen. Gegen Preußen Münster lautete es am Ende 1:4 und der KSC startete mit 2x1:1 in diese Saison. Jetzt sollte der erste Sieg her und sie bemühten sich in blau gekleidet. Sané mit der ersten Möglichkeit nach 10 Minuten. Klasse Abschluss mit rechts, versucht das da den Ball in den Winkel zu ziehen. Fehlte nicht viel, aber da traf er eben nur das Außennetz. Doch auch Fortuna Köln bemüht, die Schande, möchte man fast sagen, vom ersten Spieltag wieder zu korrigieren. Man möchte den Heimfans was bieten. Hier scheiterte Tuma ganz knapp. Und dann geschah es doch, dass sie wieder in Rückstand gerieten. Sadio Sané in der 24. Spielminute, dem fällt er der Ball vor die Füße und den hämmert er dann mit aller Wucht unter die Latte. Es war glücklich zu diesem Zeitpunkt, weil Fortuna Köln immer besser in die Partie kam, eben die überragende Möglichkeit noch vergaben auf der anderen Seite. Und dann ist Sané ungedeckt und schmettert den Ball Volley ins Tornetz. Also 1:0 für den KSC und sie wollten das vor der Pause noch ausbauen. Wieder Sané, wirklich Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel. Musia und dann Pourier scheitert aber an Rehnen. Überragende Parade vom Keeper von der Fortuna. Fährt da noch den rechten Fuß aus, macht da richtig klasse, das war eine super Tat. Kann man nicht anders behaupten. Im zweiten Durchgang der KSC noch weiterhin aktiv nach vorne. Man wollte nicht schon wieder 1:1 spielen, auch wenn man das letzte Spiel eben erst in der 90. Minute korrigieren konnte. Der Routinier Anton Fink hatte da in der Nachspielzeit den Ausgleich noch markieren können. Aber es fehlte so das letzte bisschen im Abschluss. Röser ist das, der das 2:0 und damit die Entscheidung verpasste. Rehnen verkürzte den Winkel, sodass die Nervosität aufkam. Und Fortuna Köln versuchte alles. Gordon resolut dazwischen. Schauen wir nochmal drauf. Es hätte eventuell Strafstoß geben können. Man beschwerte sich, aber wir sehen, als erstes wurde der Ball gespielt und dementsprechend richtige Entscheidung, keinen Strafstoß zu geben. Es gab nochmal eine Möglichkeit, aber auch die konnte Opov parieren. Keine Punkte also wieder zu Hause für Fortuna Köln. Der KSC macht eine sensationelle Auswärtspartie, möchte man fast sagen, und gewinnt mit 1:0.
So, das war der erste Teil der Prognose zur dritten Liga. Die englische Woche steht ja an. Morgen kommt dann der zweite Teil. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Tippt gerne mit in den Kommentaren, würde mich ebenfalls interessieren. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dann und ciao.